Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Taino Grillecke. Heute wieder mit dem lieben Phil an meiner Seite. Schön, dass du wieder da bist. Danke, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ja. Du hast mich ja auch hergelockt mit etwas, was du als Heufleisch oder Heubraten beschrieben hast. Ja. Da bin ich ja mal mega gespannt, was das denn ist. Ich habe das neulich ausprobiert und es war so unfassbar lecker, weil dieses Fleisch, was wir gleich in Heu betten werden, ihr seht schon hier das Heu, dann diesen wiesen Heugeschmack annimmt. Und das ist für mich wirklich unfassbar lecker. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich bin auch mega gespannt. Du kennst das gar nicht, ne? Ich konnte mir gar nichts drunter vorstellen. Witzig, tatsächlich. Ja, okay. Ich kannte es vorher auch nicht. Ich habe es auch nicht nachgeguckt, weil ich dachte, ich will mich komplett überraschen lassen. Okay. Ich habe mir das von einem Gourmet empfehlen lassen. Also der kennt sich wirklich richtig gut aus und der hat gesagt, probier das mal. War echt ein guter Tipp. So, und wie funktioniert das? Das machen wir jetzt zusammen. Ihr braucht ein leckeres Stück Fleisch. Ich habe hier einfach mal eine Steakhüfte genommen. Ihr braucht ein gutes Heu. Möglichst gucken, dass das nicht behandelt ist, weil das könnte ja sonst aufs Fleisch übergehen. Also so ein Bio-Heu oder, weiß ich nicht, sowas für die Kaninchen. Ihr braucht einen Dutch-Oven, weil wir das gleich dämpfen. Dann ein Küchentuch, Wasser und einen Grill oder einen Ofen. Das klingt simpel erstmal. Genau. Zum Ablauf, wir packen das gleich in Heu, packen das ein, machen dann hier in den Dutch-Oven unten Wasser rein, dass wir das Fleisch dämpfen. Dann legen wir das ganze Paket da oben drauf, Deckel drauf, auf den Grill und lassen das dann auf Kerntemperatur ziehen. Und wenn das die Kerntemperatur erreicht hat, ich würde sagen, wir nehmen mal 50 Grad heute, dann würde ich es nochmal scharf angrillen von allen Seiten. Das heißt nochmal kurz auf den Keramikbrenner, schön scharf angrillen und dann ist es eigentlich fertig. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Ja, ne? Dann lass uns loslegen. Ich nehme mal hier kurz Handschuhe. Dann schnappen wir uns hier das Tuch. Dann kannst du gerne einmal das Heu da, so einen Haufen einfach in der Mitte machen. Genau, ruhig noch ein bisschen mehr. Super, ja. Perfekt. Ach, noch ein bisschen. Viel hilft viel. Kein Geiz. Für den Geschmack. Nee, nee, genau. Das hier auch noch ein bisschen raus. So. Dann kommt das Fleisch da drauf und jetzt wollen wir auch noch Heu ums Fleisch rumpacken. Ja? Also wirklich schön in Heu betten und mit Heu einpacken. Und so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Dann schlagen wir das gleich ein und legen es auf den Dutch Oven. Da müssen wir hier kurz einmal umstellen und dann holen wir euch gleich wieder dazu. Gut, pass auf, du füllst Wasser da rein. Wirklich so, wir haben diesen Einsatz vom Dutch Oven hier genommen. Und ich hoffe, dass wir das Fleisch da einfach gleich im Paket drauflegen können. Mal gucken. Ich habe das jetzt so noch nie probiert, ehrlich gesagt. Aber naja, wird schon gehen. Wird schon schief gehen. Genau. Du packst Wasser rein, ich packe das Fleisch irgendwie gut ein. Und dann... Mehr oder reicht das so? Ruhig noch ein bisschen. Die Wespe nervt, ne? Ja, die ist ein bisschen anhänglich. Man könnte natürlich jetzt auch noch eine Schnur drum wickeln. Aber haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht. Ne, das hält auch so. Wunderbar. Pass auf, ich lege es einfach so da drauf. Ach, wir wollten noch ein Thermometer reinstecken, ne? Im besten Fall. Das haben wir aber hier. Ja, pass auf. Genau, dann geben wir mal das. Oh Mann, das ist ja gar nicht so ohne. Dass man das alles bedacht hat. Stecke ich das mal so ein bisschen schräg hier rein. So. Na, es muss anders sein, weil hier ist ja die dickste Stelle, ne? Ja. So. Nochmal einpacken. So geht das doch. Sehr schön. Alles Platz. Ja. Top. So klappt das. Jetzt machen wir da einen Deckel drauf und dann stellen wir das hier auf den Black, würde ich sagen. Einfach, ne? Direkte Hitze ist okay, weil wir wollen ja, dass das Wasser kocht und das Fleisch dann dämpft. Deswegen stellen wir das einfach auf die direkte Hitze und dann holen wir euch gleich wieder dazu, wenn wir dann erst das erste Mal reingucken und den Deckel lüften. Ja? Klingt nach einem Plan. Gut, bis gleich. Wir haben hier Großalarm. Unser Fleisch hat 50 Grad Kerntemperatur.
jetzt muss es wirklich schnell gehen. Das heißt, ich hole den Dutch Oven vom... Erstmal muss das Gepiepse aufhören. Ich hole den Dutch Oven, stelle den dahin und dann befreien wir das Fleisch von dem Heu. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich auch. So, ich komme gleich wieder. Oh, Vorsicht, heiß. Wow. Den Deckel weg. Riechst du es? Boah, es riecht schon, das ist ja Wahnsinn. Ist gut, ne? Das ist wie so eine Heuwiese. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Oder so ein Heuaufguss in der Sauna oder irgendwie sowas. Ja, vielleicht brauche ich doch die Handschuhe, ne? So, dann aber das, wir das riecht, runter. Ich weiß, man kann es durch die Kamera nicht riechen, leider, aber es riecht nicht. Wirklich ja. Richtig gut. Ja, das sage ich ja immer wieder, das wäre so cool. Wenn wir euch diesen Geruch da irgendwie durch die Kamera schicken könnten. Aber so weit sind wir noch nicht. So, jetzt gucken wir mal hier. Jetzt schauen wir. Das ist doch stark, oder? Wahnsinn. Ja, ist das nicht stark? Das sieht grandios aus. Das ist irgendwie so ursprünglich, ne? Ja, ja. Total faszinierend. Ja. Also, ich bin auch schon richtig. Mal hier raus. So, jetzt müssen wir nur das Fleisch vom Heu befreien, soweit es geht. So ein bisschen was kann da drauf bleiben, ist ja nicht schlimm. Und dann, wie versprochen, packen wir das nochmal auf den Keramikseitenbrenner von allen Seiten. Nochmal schön scharf anbraten. Einfach nur, dass eine schöne Kruste entsteht, das reicht. Und dann wird gegessen. Das klingt vielversprechend. Gell? So. Okay. Mal so. Das ist richtig gut, glaube ich. Ach ja, tatsächlich, wir haben Kerntemperatur, ne? Danke. Gut. Dann stellen wir einmal die Kameras um, dass ihr sehen könnt, wie wir das auf den Keramikseitenbrenner legen. Und dann holen wir euch wieder dazu. Wir haben jetzt den Black aufgeheizt. Den Keramikbrenner, der beim Black integriert ist, ne? Ganz links. Ja. Und da packen wir es jetzt drauf. So, jetzt nur aufpassen, dass das jetzt nicht auskommt. Das wäre echt schade. Das wäre schade drum, das stimmt. Ja. So sieht das gut aus. Super. Es ging ja dann doch relativ schnell am Ende, ne? Ja. Also die letzten 10 Minuten, wie lang war es insgesamt? Vielleicht eine halbe Stunde sowas? Halbe Stunde ungefähr, ja. Ja. Ihr müsst auch ab und zu mal gucken, dass genug Wasser drin ist, ne? Wenn das Wasser unten rausgeht, dann wird der Dutch Oven natürlich mega heiß. Ja. Aber soll er wirklich im Wasserdampf garen und nicht von der Hitze, von einem Gusseisen. Natürlich eine mega Hitze hier, der Keramikbrenner. Das heißt, da muss man auch wieder aufpassen, dass es nicht anbrennt. Ja, aber das sieht doch schon mal, sieht sehr gut aus. Ne? Das geht alles in die richtige Richtung. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es zu durch ist gerade, ehrlich gesagt, so vom Gefühl. Gucken wir mal. Weil es doch so schnell ging am Ende. Das, naja. Das wäre wie eine Schachtel Pralinen. Sehr gut. Machen wir auch hier von den kleinen Seiten, ne, ein bisschen, dass es wirklich rundum schön angebraten ist. Da reicht auch wirklich eine halbe Minute pro Seite. Einfach für eine schöne Kruste. Wenn ihr einen Oberhitzegrill habt, könnt ihr das natürlich auch machen. Zum Beispiel unseren Elektro-Oberhitzegrill, wenn ihr das jetzt im Ofen gemacht habt zum Beispiel, dann kann man das sogar mit diesem Elektro-Oberhitzegrill in der Wohnung machen. Und dann kriegt ihr da wirklich noch eine perfekte Kruste. So, ich glaube, das reicht. Jetzt haben wir alles. Dann können wir das hier eigentlich schon mal wegpacken und dann da gleich das Fleisch drauflegen. Ne? So. Sehr schön. Das schon mal so weiter. Und dann kommt jetzt das schöne Stückchen hier hin. Schaut euch das an. Also ich finde, allein von der Optik, durch das Heu und jetzt hier ein bisschen Branding, was jetzt entstanden ist durch den Brenner, richtig schick, oder? Das sieht zum Anbeißen aus, ja. Möchte man sagen. Genau, das wollen wir auch gleich tun. Jetzt bräuchten wir vielleicht noch ein bisschen Salz.
glaube, die Laura holt schon Salz. Nee, Gabeln, aber auch gut. Und eigentlich würde ich es gerne noch kurz ruhen lassen. Wir sehen, hier kommt noch so ein bisschen Saft raus. Das ist sicherlich 2-3 Minuten. Wir haben irgendwo so eine Salzmühle. Oder das geht auch super. Top. 1, 2, 3 Probierset haben wir auch. Wunderbar. Toll, damit ihr genau seht, wie wir das anschneiden, drehen wir noch einmal die andere Kamera und dann geht es gleich weiter. So, wir haben das Fleisch jetzt noch kurz ruhen lassen. Wir haben die Kamera umgestellt und jetzt kommt der große Moment. Möchtest du es anschneiden oder darf ich? Schneid du es ruhig an. Ja? Es ist dein Baby quasi. Oh. Okay, du schneidest dann gleich die Currywurst an, die wir machen. Das klingt nach einem Plan. Okay, dann schaue ich mal, wie das geworden ist. Nee, ist gut. Das sieht doch hervorragend aus. Das ist sehr gut geworden, glaube ich. Ne? Ist noch schön rosa in der Mitte. Ich schneide uns jetzt mal 2, 3 Scheibchen runter. Und dann können wir das probieren. Oh, guck mal. Ja, da ist es doch genau richtig. Extrem lecker. Wow. Also so von der Optik. Super. Was würdest du sagen? Ist schon mal okay, ne? Ja, sehr gut. Ja. Pass auf, ich schneide dir mal ein Stückchen ab. Und mir auch. Beziehungsweise du darfst natürlich gerne auch das mittlere Stück. Ne, wir nehmen einfach beide das mittlere Stück. Etwas Salz für dich? Ja, definitiv. So. Dann probieren wir mal. Bin sehr gespannt, was das geworden ist. Lass dir schmecken. Du ebenfalls. Wahnsinn. Mhm. Das ist echt gut. Das ist richtig gut. Ist mal was anderes, ne? Hätte ich jetzt so tatsächlich nicht erwartet. Ich sag's ganz ehrlich, war ein bisschen skeptisch, weil ich mir nichts drunter vorstellen konnte. Aber das ist jetzt nicht so, dass es nach Gras schmeckt oder so. Es ist einfach irgendwie eine feine Note im Hintergrund. Ja. Und die macht das Ganze schon noch mal eine Ecke anders, als wenn man es einfach so jetzt gemacht hätte, ohne dieses Heu. Genau. Ne? Ich finde, das ist wirklich noch mal eine ganz andere Note, als so, dass man kennt. Ne? So mit den normalen Gewürzmischungen, Paprika, Chili, was auch immer. Das ist einfach so ein bisschen Landluft im Fleisch, kann man vielleicht sagen. Ja. Ne? Aber gute Landluft natürlich. Super. Lasst uns weiter essen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like. Definitiv, das wäre super. Dann dem Kanal folgen. Wenn ihr Fragen zu unseren Produkten habt, dann gerne einfach in die Kommentare. Und ansonsten, bis bald wieder. Bis bald.